Moin Leute! Ihr wisst, woran ihr seid. Hoffentlich. Ja, wahrscheinlich. Wir machen die nächste Reise. Marc, bitte sei doch so gut und stelle ein. Ja, yeah, damit ich mich von dem Schocktrauma von gerade eben erholen kann. Whee. Welche du meinst? Ja, genau das. War es eher das? Oder war es eher das, was ich danach gesagt habe? Nimm's als Kombination aus beiden. Ich mache keine Unterschiede. Geh auf weiter. Jupp, jupp. Jupp, 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 jupp. So. M-Journey. Genau. Da haben wir vorhin erst noch... Alle Spiele nacheinander. Normal. Genau. Haben wir vorhin erstmal das so eingestellt, dass wir eine Reise durch ganz Europa antreten. Drinnen. Was war das nun? Ah, ja, das war das, wo du beim ersten Mal verkackt hast. Ja, na, ich habe es gewonnen. Ja, aber du hast die Dose dreimal Dosen verschmissen, weil es das erste Mal war, dass ich das Spiel gespielt habe. Ja, schauen wir mal, wer was natürlich macht. Natürlich verschieße ich die Dosen. Wollen wir mal im selben Team spielen? Ja! Ja, warte. Pass auf, ich erschieß dir doch mal alle Dosen. Was ist, wenn Fliegen auf meinem Fernseher sitzen? Ich kann die widerlichen Viecher nicht leiden. Vor allem, wie das auf einmal so ist. Und dann so richtig so eine Milchbubenkarre. Okay, ich fahre. Ich fahre und schieße. Mann! Fahr doch nirgendwo gegen! Ich hab sie fast. Jetzt habe ich wirklich alle verschossen. Mann, bist du kacke. Wie konnte ich kein einziges Mal sie treffen? Mann, wie fährst denn du? Du hast echt keine Ahnung vom Rabbids-Spielen. Ich hab Rayman Raving Rabbids, das Original, in meiner Kindheit oft genug gespielt. Ja, du verkackst du hier so! Wir haben gewonnen! Alles gut! Normalerweise geht das nach Punkte. Normalerweise steht da nicht erster, zweiter Platz, sondern es geht nach Punkten. Ja. Und was möchtest du mir damit sagen? Dass du Globox nie geschlagen hättest. Du weißt nicht, weil das Globox männlich ist, also sagst du was nicht. Ja, weil ich das immer mit die Globox assoziiere. Ich was dachte immer, dass das eine Anspielung ist. Du wirklich einen Crashkurs in Raymond. Nö. Wenn die mal ein neues Spiel rausbringen, dann von mir aus. Darauf hoffe ich schon seit Jahren. Raymond 4 ist ein Traum, der vielleicht irgendwann einmal in Erfüllung gehen kann. Wir überspringen die Erklärungssequenzen. Okay, was haben sie nicht gehört? Dass du seit ewig Zeit nach Raymond 4 wartest, yeah, und es einfach nicht genau kommt. Wer weiß, vielleicht bis das Video rauskommt, irgendwann. Ah, das kommt in 3 Wochen raus. Man kann immer noch hoffen. Das ist wie wenn ich in der Früh sage, ich hoffe die Stunde entfällt heute. Hab den Lehrer schon gesehen, er kann immer noch die Treppe runterfallen. Das ist ein schöner Schnappschuss. Das war doch! Ich hab keine Ahnung, warum wir die übertragen heute. Weil, ja, die ein bisschen behindert sind. Ja, ich hab auch noch 3 Mikro. Vor allem, ich muss immer nach oben, was soll denn der Scheiß? Ja. Okay, ja, das. Na, endlich darf ich mich mal runterlassen. Schaut dir diesen Volltreffer erst an. Na, wenn du einen Volltreffer hast, ja, dann sind es A 5000. Okay. Und B, du bekommst dann ein 2x Daumen nach oben ineinander. Ah, okay. Plus eine Krone.
Yeah. Könnte sein, dass wir, wenn wir den entsprechenden Skill haben, dass es nochmal auftaucht. Ich vermute allerdings eher nicht. Okay, Leute, das Spiel hier ist auch relativ bekannt. Das heißt, kleiner Chemiker. Und du musst ihm immer die Flüssigkeiten zuführen, die das richtige Klumpert enthalten. Wie sehe ich das? Du musst es schütteln. Du kannst dir aber auch merken, wo was war. Und du kannst natürlich auch beim Gegner abschauen. Ja, das brauche ich auch, ja. Natürlich, wenn du es weißt, musst du es nicht mehr schütteln. Und kannst natürlich auch direkt los. Ja, das brauche ich zum Beispiel auch. Und vor allem, sie wollen häufig dasselbe. War das da drinnen? Ja. Du hattest oben da den lilanen Hasen, gell? Nein, das war's nicht. Ah, der lilane Stern war da. Jetzt weiß ich's wieder. Der lilane Hase. Den hast du gerade. Das war die lilane Spirale. Das ist auch eine lilane Spirale? Das ist eine gelbe Spirale. Und... Das war die gelbe Spirale. Ja. Yeah. Das sind die Costumes aus dem letzten Teil. Ja, in die wirst du hier verwandelt. Fällt dir das jetzt erst auf? Ich war da viel zu beschäftigt damit, irgendwie das Spiel zu verstehen. Ja. GG. GG. Ja, so schnell kann es gehen. Aber es ist ziemlich dämlich. Ich mag meinen Toilettenraum. Ich meine, ich habe Zweiteres noch nicht probiert. Ja, nicht, aber angeblich hatte jeder Dritte von uns schon mal was im Hintern stecken. Zuschauer! Das ist gut möglich. Ich bin überrascht, dass es nicht mehr sind. Die Fliege, die da durch. Yeah. Dass die nicht irgendwie aufs Auge des einen landet und er nicht einmal reagiert, weil er zu frustriert ist. Das okay. Fokussieren. Fokusbewegungen durchführen. Fokus. Simsala. Lokus. Ja! Tja, ich habe eindeutig mehr Krebs in der Birne. Du hast nur mehr Konzentrationskraft. Das muss man unterscheiden. Aber du hast wahrscheinlich auch beides, ja. Kyoken! Wenn dein Körper denkt. Wenn dein Körper denkt, dann denkt er nur, er denkt. Denkst du denn? Okay, das musst du drehen lassen. Okay. Gut. Los geht's. Du kennst das Spiel ja schon. Genau. Okay, dann füttern wir mal einen Fettsack. Leute, das ist das nächste Spiel, was so wichtig ist. Im Übrigen, es gibt auch die Möglichkeit, dass du von der Terrasse fällst, das sag ich wunderbar. Dir nur. Wunderbar, das haben wir bei der Testprobe vorhin gar nicht noch gesehen. Aber weil es bei der Session eigentlich relativ schwer ist. Das ist passiert. Kannst du eigentlich im Weg stehen? Ja. Wunderbar. Ich rampel dich jetzt an.
Du schiebst mich aber in dem Fall nur weiter nach vorne. Nur zur Info. Fantastisch. Alles Teil meines Plans. Tja, wie war das mit Teil des Plans? Immer noch. Jetzt habe ich ihn zum Lachen gebracht. Alles Teil des Plans, alles Teil des Plans. Oh, du kommst schon noch gleich drauf. Oh Gott. Dass dir das nämlich auch passieren wird. Ich hab schon aufgegeben. Es ist. Ich hab schon aufgegeben. Es ist zeitweise taktischer. Lass mich dich umrempeln. Es ist zeitweise wirklich taktischer, wenn du das auf den Boden fallen lässt, was zu viel ist. Das ist zeitweise wirklich taktischer. Ich bin auf der Terrasse geflogen. Gott, ich bin ein Mann. Hey, aber ich habe wirklich das Leben aufgegeben, das hat man genau gesehen. Na gut, die Rabbits überleben ja sowieso. Meine Wii-Fernbedienung reagiert nicht mehr. Jetzt hat sich das Spiel aufgehört. Ja. Bitte sag, dass wir jetzt nicht all dieses Material bekommen. Nein. Okay, gut. Wir spielen einfach die anderen Minispiele nochmal. Leute, das haben wir schon oft genug bei Mario Party 8 machen müssen. Ich möchte nicht nochmal Stunden an Videomaterial verlieren. Okay, sagen wir einfach, ich glaube, wir waren es bei Spiel 4 oder 5. Möglich. Wir können es eh nachschauen. Okay. In dem Fall, ja, Leute, bis gleich. Okay, Leute, wir sind wieder da, während, naja, ich kurz beschäftigt war, durfte Marc sich ein bisschen umsehen. Ich habe herumexperimentiert. Wir haben Graf Nachula erfunden. Der Name war seine Idee, die Kostümierung, die meinige. Und wir haben den Jukebox-Modus entdeckt, wo jeder verwirrt ist und nur Affen und Rabbits im Hintergrund herumlaufen. Geh mal zurück, beenden wir die Reise, okay? Okay. Wir haben an und für sich, nochmal zurück. Sie sind überall. Einfach nur auf Reisen. Mhm. Jeder Team. Jupp. Aber ich glaube, mich erinnern zu können. Moment, ich schau mal den letzten Punktestand nach, okay? So, du nimmst natürlich Graf Nacho, oder? Ja. Das war eh klar. Der Name war genial, komm schon. Muss so zugeben. Mhm. Ich muss sagen, die Namensfindung war noch besser als überhaupt meine Kostümierung. Rechts. Versuche. Rechts unten. Z. Links. Plan Z, du bist perfekt. Ja. So Leute, wir werden uns auf dem Eis jetzt in den Arsch treten, während Graf Nachula hier gerade angeschissen wird von den Typen. Aber wie der aussieht, so wie dieser typische Alkoholiker-Onkel. Also jetzt ist Raymond wirklich gut begeistert. Jetzt okay, ja. Sie hier nicht. Arschloch. Ich versuche noch. Ah, da ist ja auch noch ein. Okay. Vor allem, wie manchmal reagiert der Rabbit einfach stärker, manchmal nicht. Also, es gibt wirklich Situationen. Oh, fuck you. Gerade schön vorbeigesegelt. Alter, wie viel weit denn noch? Komm aus dem Weg! Junge!
Ja! Ja! Ja, danke schön. Yes! Ach, geh aus dem Weg, du dummer Hase. Wenigstens hier sind sie. Und yes! Ja. Oh, jawohl! Das ist so gut hinbekommen. Okay, das heißt, es steht jetzt 60 zu 30. Mhm. Wenn ich es richtig habe. Ja. Na, los geht's. Das macht Spaß. Ich habe bei meinem ersten Testdurchlauf die normale Gitarre genommen, dann gehe ich jetzt auf die Elektro-Gitarre. Ich möchte einfach nur die drei Sterne. Ich bin mir nicht sicher wegen den Sternen. Aber oh, das passt gut zu graben, hat schon leid. Ich hab's irgendwie mit Namensfindung. Vor allem, ich darf die Wirbelei länger machen, wäre. Das ist so ein bisschen unfair. Aber ja. Wir müssen uns halt sehr konzentrieren. Die normale Gitarre ist, soweit ich weiß, ein bisschen schwieriger. Aber ja. Oh, wo habe ich einen Fehler gemacht? Ah, ich muss ja hier oben. Na, wieso geht das nicht? So, der hat das nicht angenommen. Natürlich, Leute, die Stille, aber wir müssen uns hier echt konzentrieren. Das ist gar nicht einfach. Ich bin schon totgestillt. Du hast mehr Punkte als ich. Ja. Ach so, du durftest ja dazwischen nochmal wirbeln. Ja, aber ich durfte am Anfang länger. Also eigentlich habe ich schlechter gespielt wie du wahrscheinlich. Oh, jetzt bin ich wieder dran. Oder vielleicht darf ich mir mehr Fehler erlauben, weil ich... mehr Sterne. Du, ich hab die Gitarre, ich so, hab genau das gleiche wie du. Okay, okay. Ja, technisch gesehen liege ich jetzt wieder in Führung. Aber wir spielen eigentlich eh fast die ähnlichen Takte. Mhm. Bisschen zeitversetzt vielleicht? Ja. Vor allem, man muss sich daran gewöhnen, dass der Nunchuck langsamer reagiert auf das als die Wii-Fernbedienung. Das ist ein bisschen arschlochmäßig, aber ja. Ah, oh, ich dachte nur drin. Ah, oh, ich auch. Ugh.
Ich habe ab und an das Gefühl. Oh, 102, du hast ziemlich gut gespielt. Yeah, danke. Ja, man sieht schon, ich habe fast um 10% weniger perfekt. Ich glaube, man muss auch, sobald die Leiste voll ist, nicht mehr härter reinschlagen, sondern einfach nur schauen, dass man ausdauernd bei der Geschwindigkeit durchhält. Nee, du musst nur durchhalten, das ist egal. Ja, du kriegst die meisten Punkte, wenn es oben ist, aber ja. Egal, der Sieg geht eindeutig an dich. Yay, der erste. Oh, in dem Spiel bin ich ungeschlagen. Das hätte ich nie erraten. Na, vor allem die Bewegung, du erinnerst dich noch an Mario Party Dosenschütteln? Ja, und das ist genau dasselbe? Ja, genau dasselbe. Ja, okay, super. Du musst halt am Ende nur A drücken. Warte, bevor du das machst. Du weißt, was ich vorhabe. Huh. Du willst authentisch spielen. I see. Mhm. Jetzt? Das war fast synchron mit der Taube. Du musst A drücken und du musst schütteln. So. Das war mickrig. Fantastisch. So macht das ebenfalls. Warte! Ist super, jetzt habe ich ihn herausgefordert. Mach's nach! Nein, danke. Ich hab sogar fast den Eiffelturm umgekotzt. Ich glaube, das ist ein Spiel, in dem ich gar nicht gewinnen möchte. Aber der Punkt, der Unterschied. So. Leute, das nächste Spiel, der Schlangenbeschwörer. Muss halt aussuchen, mit welcher Hand du was drückst. Ich würde dir aber raten, halt es wie die Flöte, weil so wird es dir auch angezeigt. Die hat die Schlange gefressen. The absolute silence of concentration. Fuck. Dein Ä bringt mich immer zum Ähm. Mann, ich hasse die Eins. Okay, nein, das hast du gewonnen. Aber es war gar nicht. Ich habe noch nie so viele Fehler in dem Spiel gemacht. Ich habe aber normalerweise einen oder was. Weil ich dir Druck gemacht habe. Ja, vor allem jedes Mal, wenn dir das passiert, ist immer scheiße. Ja. Und dann kommt das normalerweise, konzentriere mich auf die unteren zwei. Wenn die nie leuchten, drücke ich A. Und ich sehe so, es ist A, drücke ich die 1. Ja. Oder es ist leuchtet die 1 auf und drück A. Okay, wir haben Gleichstand. Ich war im Vorhinein der Sieger, das heißt, die Runde geht an mich. Ja. Aber du hast noch würdig ausgeglichen. Dankeschön. Warte, du fällst noch runter. Oh, sehr schön.
Ich genieße derweil meinen Sieg und sage bis zum nächsten Mal und möge der Blödsinn euch niemals ausgehen!